Los, sie presste unser Volk aus, soweit sie konnte. Die Staatsmänner der alliierten Nationen, sie blieben hartherzig. Im Gegenteil, man sagte damals ganz eiskalt, dass wir 20 Millionen Deutsche zu viel seien. 1939 haben nun diese Westmächte die Maske fallen lassen. Sie haben Deutschland die Kriegserklärungen geschickt. Trotz all unserer Versuche, trotz unserem Entgegenkommen. Sie geben es heute ganz ungeniert selber zu. Jawohl, Polen hätte wahrscheinlich eingewilligt, aber das wollten wir nicht. Sie geben es heute zu, dass es möglich gewesen wäre, leicht eine Verständigung herbeizuführen. Aber sie wollten das nicht. Sie wollten den Krieg. Guten! Das haben mir einst meine inneren Gegner auch gesagt. Ich habe den Aufruf die Hand gegeben. Sie haben sie zurückgestoßen. Sie schrien auch nein, nicht Versöhnung, nicht Verständigung, sondern Kampf. Gut, sie haben den Kampf bekommen. Und ich kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. ¿Dónde está el joven? Aquí está. Cuídate. No está bien. Mientras tanto, en Alemania, el dictador Adolf Hitler tenía el empeño de que Alemania recuperara todos los terrenos que perdió durante la Primera Guerra Mundial. Por tanto, en 1939 exigió a Polonia que le devuelva todas sus regiones. Durante esta época también los judíos sufrieron de una persecución, opresión y muerte por parte de la Alemania nazi entre 1933 y 1945. Los nazis comenzaron los primeros arrestos sistemáticos de judíos alemanes y austriacos. No hay más judíos aquí, ¿verdad? No, no hay más judíos. Yo soy el único aquí. Espero que no nos estén mintiendo. ¿Qué hacemos? Escóndenos por allá.
nueva y devastadora táctica bélica por aquí, se sumergió en uno de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está el joven? Aquí está. ¡Oye, mamá!